Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße wieder recht herzlich zurück zu Spyro 3 Year of the Dragon. Im letzten Part haben wir tatsächlich auch gegen ein paar Dragons gekämpft und versucht, die aus der Luft zu holen, was sich als nicht so unbedingt mega einfach herausgestellt hat. Warte mal, ich muss mein Stuhl noch ein bisschen umarretieren hier. Ja, ein bisschen in den Gemütlichkeitsmodus gehen, ne? Weil wir hier auch gemütlich sitzen. Und ich würde sagen, wir probieren das dann einfach mal weiter, ne? Wir waren hier so mitten im Flug. Sparks scheint. Oh, Sparks ist nicht mehr. Sparks ist nicht mehr wohl auf. Da können wir mal eben noch hier gerade mal. Wo wir noch eh dabei sind. Ach ja, scheiße. Vielleicht ein bisschen übertrieben, diese Bommel da jetzt, aber das passt schon. So, dann sammeln wir eben ein. Wo wir gerade schon so einen kurzen Landurlaub machen. Und jetzt müssen wir nochmal gucken. Also, der Trick ist, konzentriert man sich auf einen Drachen und versucht halt wirklich erstmal nur sein Tail wegzueiern. Ich treffe aber auch nichts, ne? Shoot this guy like crazy. Aber man muss den wahrscheinlich schon hinterher fliegen. Not so sure about this, weil umso länger wir brauchen, umso mehr regeneriert sich der ja wieder, ne? Also die regenerieren ja tatsächlich auch, scheiße. Tatsächlich ja leben und schießen auch noch, ne? Ist ja nicht so, als könnte man die einfach so wegballern. Nein, nein, nein. Die wollen natürlich, die wehren sich ja auch. Die wehren sich ja auch. Oh, scheiße, du. Hier weiß ich echt nicht, ob es sinnvoll ist, mit in den Tunnel zu fliegen. Kann ich mir nicht vorstellen, weil der hier offensichtlich wesentlich schneller ist als man selber. Ne? Ihr seht das ja. Oh! Oh shit. Der ist schon wieder durch den nächsten Tunnel geflogen. Also das scheint sich nicht zu lohnen. Ich will doch erstmal beim Roten bleiben. Das ist auch kürzer. Den Kopf können wir halt erst dann angreifen, wenn der Tail so weit weg ist. Der wächst halt nach, wenn man ein bisschen länger weg war. Also, so hier. Müsste der gleich hier wieder rauskommen. Ne? Also. Nicht getroffen. Und dann kommt er gleich hier raus. Okay, das geht aber ja eigentlich. Wo ist er jetzt hin? Okay, er wird ein bisschen crazy jetzt. Jetzt geht er echt so ein bisschen ab. Mann, ich muss dich doch treffen, Digga! Oh nein. So, Spyro, er kommt gleich da raus, genau da. Wie schnell die sind, ne? Also, in diesen kleinen Tunneln sind die echt richtig krass schnell. So, warte, und jetzt nehmen wir hier so einen Turn. Jetzt müsste er gleich hier. Aufpassen, umso, wenn wir zu lange uns, also zu oft treffen lassen, wenn Sparks nachher weg ist, müssen wir aufladen. Jetzt haben wir ihn wieder am Arsch. Schon, komm, schon, komm, schon. Ich treffe die Sau aber auch nicht, ne? Also, das ist echt irre. Komm schon. So, Moment, jetzt kurz warten und dann kommt er hier gleich raus. Das sind immer noch die besten Momente, wo ich ihn gut kriege. Weil ich da halt weiß, wo er gleich wieder appeared. So, es nähert sich doch der Vollendung. Wo ist er jetzt? Nein, wo ist er? Wir waren so gut dabei. Wo ist er jetzt? Da. Oh, oh, tatsächlich nochmal getroffen. Moment, so. Müsste er ja gleich hier rauskommen. Jo, ich muss mir mehr zutrauen. Ich muss mir einfach mehr zutrauen. So, komm, ich hab dich gleich. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Yeah, there we go. Es ist gleich vorbei. Wie soll man denn das jetzt noch treffen? Jetzt ist es ja nur noch so ein Kopf. Gottes Willen. Okay, warte, warte, warte. Und schießen, 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 schießen. Zu schnell. Oh nein, komm schon. Bitte respawnen. Ah, er respawnt wieder. Ich treffe den einfach nicht. Ich bin echt, was das angeht, bin ich richtig schlecht. Yo, there we go. Einfach schießen wie ein Irrer und irgendwann klappt das schon. Er hat sich schon wieder gut respawned. Typ. Los, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Ich will nicht wissen, wie lange das dauert, Leute. Ich will es nicht wissen. Aber ich gebe mein Bestes. Ich gebe wirklich mein Bestes. Yeah, there we go. Crazy. Schießen like crazy. Man muss ein bisschen mehr zubbern, damit man ihn auch besser trifft. So, jetzt. Aber hier, komm schon. Und seine Wege predicten. So, du wieder hin. Kacke, jetzt habe ich den wenn ich den nicht verloren hätte, ne?
da. Der war so kurz davor, ich hätte nur noch einmal seinen Arsch treffen sollen, dann habe ich ihn verloren. Oh, guck mal, wie viel er jetzt wieder hat. Ich dreh durch. Da wirst doch nicht bei dem Kram doch. Wirst doch nicht bei. Oh, man. Oh, wie lang der wieder geworden ist. Oh, ich dreh durch. Okay. Ich glaube, das wird der finale Endboss für mich. Jetzt habe ich den wieder verloren. Ich verliere den immer irgendwann kurz. Oh, Spyro, vorsichtig, wir haben keinen Sparks mehr. Jetzt sind wir ein bisschen im Arsch. Müssen wir jetzt mal Sparks auffüllen. Shit, ey. Okay, hilft nichts. Zweiter Anlauf, ne? Der holt sich jetzt erstmal ein bisschen und wir versuchen es nochmal. Okay. Oh, der ist noch länger, der Lilane. Der Lilane ist noch länger. Crazy Shitness. So, auf geht's. Ich treff den halt nicht. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Einfach schießender Crazy. Bewegt sich aber auch so nicht unbedingt angenehm, dass man sagt, komm, dich verfolge ich mal eben ganz gemütlich. So, harte Kurve und jetzt... Ja! Jetzt hab ich dich am Arsch, Digga. Jetzt hab ich dich an den Arsch. Nur noch mal treffen. Ja, nur noch den Kopf, nur den Kopf! Wuhuhuhu! First Dragon should be dead, I guess. Der erste müsste jetzt weg sein. Oh, Mann. Holy shit, okay. Nicht, dass ich was übersehen habe, aber er respawnt auch nicht. Es sieht wirklich gut aus. So, bevor wir uns dann den zweiten machen, eben nochmal Sparks komplett auffüllen. Die sind doch bestimmt respawned hier inzwischen. Jawoll, komm her, du. Sparks ist wieder komplett aufgeladen. Und wir machen uns an den nächsten Drachen, der noch länger ist. Ist das nicht schön? Der hat doch ein anderes Flugpattern. Da müssen wir mal gucken. Da kommt er raus. Okay. Let's go. Mal sehen, wie der so fliegt. So. Ist doch fast nicht kompliziert, ne? Fast nicht kompliziert. Aber man muss sich halt auch mal einem Drachen stellen. Das ist aber keiner unserer Drachen, oder? Es ist ein böser, maschinell erzeugter Flugdrachen. Sagen wir mal einfach mal so, ne? Dann tut das nicht so sehr in der Seele weh. So. Der fliegt jetzt da rein. Dann wird er hier gleich rauskommen. Ja, wunderbar. Wie fliegst du dann? Dann macht er so ein paar den hier. Und nochmal da rein. Nee. Yeah, there we go. Diese Kurve war hundertprozentig, um ihn ein bisschen zu verarbeiten. Na, komm ran, du. Nur noch dein Kopf. Wo bist du? Wo ist dein Kopf? There we go. Los. Ah, komm schon. Yes. Hier, bitte. Ich habe es aus der geschmolzenen Lava gefisst. Gefisst? Er hat es aus der geschmolzenen Lava rausgefisst. Dankeschön. Hast du gut gemacht. Gib mir mal eben hier mal einen Kaffee. Even. Das war ja dann doch gar nicht jetzt so schlimm. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Oh, Even, du musst doch nicht traurig sein. Wir haben dich doch befreit. Oh, Kaffee ist verschütten. So. Damit sind wir hier eigentlich quasi fertig. Nichtsdestotrotz. Gehen wir nochmal in den Flugmodus. Und sammeln hier natürlich erstmal noch Zeug ein, was rumeiert. Da haben wir ja jetzt nochmal Zeit zu. Wo wir unsere dicken Drachen besiegt haben. So. Okay, there we go. Das war ja fast nicht gruselig, ne? So, da einmal noch kaputt hauen und das auch noch kaputt hauen. Alles kaputt hauen, was das ist. Jetzt nehmen wir drauf, über Feste drauf hauen, ne? Bis alles kaputt ist. Das ist der Plan hier. So, dann wollen wir landen hier. Mal eben kurz auf die kleine Eiland hier. Tja, da wäre noch so eine Fliege gewesen, ne? Und wieder landen. So. So ein Stroh. Ein Strohding, ne? Gegen Drachen hat er. Da läuft nicht, ne? Gegen Drachen hat so ein. Oh, nee, du! Ich wollte doch gar nicht da hoch. Hier runter, bitte. Danke. Wir sind hier noch am Sammeln. Wir sind hier noch hart am Sammeln. So, warte mal. Dann müssen wir jetzt mal hier runter. Jups. Oh, ich sehe nichts. Oh, es ist sehr blau geworden. Es ist ein little bit. Oh. Nee, du, ich wollte mich da umschauen, weißt du? Lass mich doch bitte nochmal. Dankeschön. So. Ich wollte doch nur gucken, ob hier noch was versteckt ist. Aber sieht nicht so aus. Hier geht's jetzt raus. Du.
Hier ist noch ein bisschen was zum Einsammeln, alles klar. Das dürfte das dann jetzt gewesen sein, ne? Wenn ich gründlich genug war. Ich denke aber, ich habe das ganz gut gemacht. Ich habe da so ein gutes Gefühl. Wir fliegen dann mal wieder raus, ne? Das ist der Plan. So, wie war das denn hier in dem Level? Ich erinnere mich gar nicht mehr so, wie weit wir waren. Es ist schon wieder so viel Zeit dazwischen vergangen. Du bist verloren. Aha. Ja, gut. Wenn das so ist, bin ich wohl verloren. Ich weiß zwar noch nicht warum, aber wir finden das noch raus. Wir haben übrigens die 40-Tage-Grenze bis zum Remaster unterschritten. Ist das nicht herrlich, Leute? Ich kann es kaum noch abwarten. Es wird immer schlimmer. Numbskull hat jetzt das offizielle Merchandise, die offizielle Merchandise-Schiene rausgehauen. Und da war doch nicht so viel Cooles, wie ich dachte dabei, aber doch ziemlich viel. Also vor allem in dieser Spyro-Räucherkerzenhalter ist halt einfach super genial. Da muss man sich schon echt überlegen, ob man den überhaupt benutzt, weil schon quasi fast zu schade ist. Weil er wird natürlich einfärben, ist immer so, durch den Rauch. Ist schon quasi zu schade zu benutzen, aber wäre ja auch irgendwie uncool, das einfach nicht zu benutzen, um die zu kaufen, um sie nur hinzustellen. Ich habe natürlich, verrückt wie ich bin, so ziemlich alles mitgenommen, was halbwegs für mich interessant ist. Cappies habe ich jetzt mal weggelassen, weil das ist jetzt nicht so mein Ding, ich laufe nicht mit Cappy rum. Aber sonst habe ich mir, glaube ich, alles neigeschült, was man sich neigeschülen kann. Mal schauen, kommt wohl gleichzeitig mit dem Game. Am 21. soll das appearen, also kommen dann gleich zwei DG-Pakete. Wobei man schon überlegen muss, ich bin schon kurz davor, die physikalische Edition nicht zu kaufen und es einfach komplett als digitalen Download zu organisieren, weil man die anderen Sachen sowieso runterladen muss und dann jedes Mal die CD reinlegen, die Blu-ray reinlegen, wenn ich ja die anderen zwei Spiele sowieso nur auf der Platte habe. Muss man drüber legen. Es hat nicht unbedingt irgendeinen Vorteil aus, dass man halt eine Verpackung bekommt, die dann im Schrank rumsteht. Bin ich aber eigentlich Fan von Verpackungen, die im Schrank rumstehen, deswegen... Oh, mal sehen. Mal sehen, ne? Ich kann mich ja noch kurzfristig umentscheiden. Noch ist es ja etwas hin. Und hoch, ja, mal gucken, wo uns das hinführt. Muss gestehen, ich weiß nicht so genau, wo wir hin müssen. Hier war ich doch gerade eben, oder nicht? Das wird mir... Kommt mir so vertraut vor, muss ich sagen. Als wären wir doch gerade lang gerannt. Ne, ja, waren wir auch gerade. So, nochmal gucken, was steht da? Du bist verzweifelt oder was? Du bist verloren. Vor allem, wie viele Edelsteine uns auch noch fehlen. Weil dieses Level musste noch Bereiche birgen. Da oben ist noch was. Kann ich das denn drehen, den Kram? Nee. Ich geh jetzt mal in so eine Kanone rein. Ach, die war neu, glaube ich. Die ist doch neu offen. Ich erinnere mich, da kam so eine Zwischensequenz und hat uns gezeigt, es gibt eine neue Kanone. Okay. Mal sehen, ist das denn ein neuer Bereich? Sieht jetzt nicht unbedingt neu aus, weil hier nichts ist. Ne, hier geht's raus. Dann gucken wir uns mal weiter um. Hier gibt's noch so ein Seitending. Ach, das ist vielleicht das, wo ich die ganze Zeit durchgeeiert bin? Ne. Hier ist nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr. Ja, warte, hier ist eine Tür. Wo führt die hin? War ich da schon? Bestimmt. Wir gehen trotzdem nochmal rein. Ich bin mir nicht sicher. Noink. Ich glaube, das war... War das nicht Skateboard fahren? Ah, nee, das hatten wir schon. Alles klar. Das hatten wir schon. Da mussten wir einmal drumherum, um oben so einen Eierdieb einzufangen. Also, wie gesagt, schon ein bisschen her bei mir, ne? Wenn ihr das so am Stück anguckt, dann denkt ihr auch mal, bist du doof, Fuchs? Fuchs, bist du doof? Bist du ein bisschen doof? Du warst doch da gerade. Ja, für mich sind da aber schon wieder fast ein Monat vergangen. So. Das hier sieht doch gut aus. Das war wahrscheinlich das, wo ich gerade eben hin bin, ne? Ich bin mir ziemlich sicher. Wir probieren es trotzdem nochmal. Oh, fuck. Was war das denn jetzt? Okay. Hat nicht funktioniert. Aber da waren wir, glaube ich, gerade. Doch, das war das. Ah, wir probieren es trotzdem nochmal. Ich bin mir nicht sicher. Sicher ist sicher, ne? Und wir gucken nochmal, ob hier noch irgendwo eine andere Rakete ist. You never know. Die uns irgendwo hochschießt. Da hinten geht's definitiv nicht weiter. Da geht's noch hoch. Ist noch eine Rakete. Mal gucken, wo die uns hinschießt. Bams! Ist das was Neues? Nö.
bringt uns auch wieder hierher. Ja, das ist ja witzig. Ich habe ja echt nicht so wirklich den Plan, wo wir hin müssen. Aber wir schaffen das, Leute. So, beim höchsten Sprung und dann gleiten. Wieso gleitest du nicht, Spyro? Spyro gleitet nicht mehr. Ich habe zwar auch den anderen. Jetzt machen wir den anderen. Ich habe ja gelernt, wie man das noch machen kann. Aber aus jahrelanger Kondition, es so zu tun, ist die Umgewöhnung wirklich etwas schwierig. Aber ich versuche es jetzt mal auf den ich dashe und schwebe dann Weg. Lasst es uns gemeinsam ausprobieren, ob ich zu doof dafür bin oder ob es läuft. Jetzt müssen wir erstmal wieder dahin finden. Was sind wir denn jetzt? Meine Orientierung ist eine von denen, was Beste geht, ne? Ist wirklich wahr. Ich sag euch das und ich meine das auch so. Okay, das hat irgendwie auch nicht funktioniert. Ich glaube, ich bin zu doof. Achso, ich bin glaube. Was hat er denn gemacht? Er ist gar nicht geglitten, sondern er ist so weggeschwebt. Spyro, jetzt mach doch einfach mal, was ich will. Mach das doch mal für mich. Sag mir lieber, warum du nicht gleitest. Hier macht er das. Jetzt tryen wir das again. Komm. Dann waren wir da sowieso schon. Das war wahrscheinlich das Level, wo wir gerade drin waren. Aber es geht jetzt einfach ums Prinzip. Ja. Es geht jetzt ums Prinzip, dass das jetzt zu gehen hat, verdammte Scheiße. Okay, so, Achtung. Let's try it again. Am höchsten Punkt und dann gleitest du, du. Kleiner lila, nerviger Drache, du. So. Waren wir jetzt hier schon drin? Ja, ne, das war das, wo ich gerade eben war, wa? Lass mal gucken. Oh, sind the Dragons again. Okay, waren wir auch schon. Alles klar. Ja, da weiß ich es jetzt langsam nicht mehr. Fehlen uns zwei Eier und noch ziemlich viele Rubine und ich bin ziemlich verwirrt, weil mir nichts einfällt. Aber gut, wir gehen das Level jetzt eben noch einmal ab. Von hier einmal bis ans Ende und gucken, was ich so übersehen haben könnte. Also es geht hier auf jeden Fall hoch. So. Wo gibt's dann dieses Ding hier? Da waren wir aber schon drin. Ja. Und kommen wir wieder in die Mitte. Da waren wir auch schon. Alles klar. Das ist der Mittelgang, wo wir hier waren. Alles schick, alles schön. Alles klar. Was ist das da hinten? Waren wir da auch schon? Das sieht so verdächtig aus. Aber da glitzert nichts mehr und so. Doch, das ist dies. Okay, alles klar. Doch, waren wir schon. Da fliegen wir nämlich jetzt hin. Dongs. Das ist nämlich genau das. Seht ihr? Okay, dann geht das hier über diese Brücke. Und dann sind wir hier auch im Hauptraum. Hier geht es nirgendwo lang. Hier geht es nirgendwo lang. Hier ist... Wo geht's denn hier hin? Hier ist noch ein Level. Ich glaube, das haben wir noch nicht gemacht. Kann das sein? Weil uns da offensichtlich noch was fehlt. Warte. Lieber Spyro, oder wie du auch immer heißt, gib auf! Ich habe den Affen und ich werde ihn nicht wieder hergeben. Alles Liebe, die Zauberin. Der Affe? Oh nein, es gibt einen Affen. Ich will keinen Affen. Ich möchte keinen Affen haben. Okay, also hier ist das Ende vom Level. Es gibt noch einen Affen. Und ich denke mal, das ist das, was uns auch noch fehlen wird. Den mehr fährt man jetzt nicht mal ein, muss ich sagen, ne? Wo ist noch die Brücke? Na gut, dann gehen wir jetzt erstmal aus dem Level raus, ne? Und warte für der Affe. Warte auf der Affe. So. Es gibt jetzt noch diese Sparks-Level, wie mir jetzt nun mitgeteilt wurde, sind die jetzt schon frei. Eine Entschuldigung und ein Mittagessen. Ja, nur mit Joe, ne? Hallo, ich dachte, du wärst vielleicht hungrig. Danke. Hast du Pommes mitgebracht? Tut mir leid, was passiert ist, aber ich hatte versucht, euch zu warnen. Ich musste Spyro helfen, die Eier zu retten. Du verstehst nicht. Wenn wir die Drachen nicht in diese Welt zurückbringen, verlieren wir all unsere Zauberkraft. Die Drachen lebten früher hier? Ja, dies war ihre alte Heimat. Aber vor langer Zeit verbannte die Zauberin sie und zwang sie, auf der anderen Seite der Welt zu bleiben. Sie wusste nicht, dass die Drachen die Quelle unserer Kraft waren. Vielleicht könnte ich die Drachen überzeugen, zurückzukommen. Wenn ihr mich gehen lässt. Dass sie so ein Häschen ist, ist ja voll süß. Ich kann nicht. Ja, gut gemacht, Jäger. War schon nah dran. Das Abenteuer geht weiter. Da 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 da.
Vielleicht machen wir doch auch erstmal. Weiß ich nicht, was gibt's denn in den Sparks-Leveln? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. So, aber jetzt hat erstmal der Horn gekriegt, beziehungsweise die Ente. Ich habe mich immer noch nicht um den Hahn gekümmert. Ich muss mir das gleich auf meine To-Do-List schreiben. Wieder vergessen. Ja, ich bedanke mich an dieser Stelle erstmal bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr soweit bei Ihnen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch meine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.